Die haben hier einen Wavepool mit Wellen, also so ein Wellenbad, und da hinten was Großes für Kinder, und das kostet insgesamt nur 15 Dollar für eine fünfköpfige Familie, also zwei Eltern und drei Kinder. Heute ist Freitag, der 21. Juni. Wir haben den ganzen Morgen an den Videos gearbeitet und Ben die ganze Nacht. Genau, bis um 4:30 heute Morgen war ich wach. Ja, jetzt kriegst du eine Auszeichnung. So, und jetzt sind wir hier endlich bei Markus zu Hause, um die Videos hochzuladen, damit wir sie veröffentlichen können. Und jetzt streikt das Computerprogramm. Echt super. Naja, wir gehen jetzt gleich erstmal schwimmen. Das Wetter ist so schön und der Pool macht heute auf. Ja, wir sind jetzt hier beim Alder Grove Credit Union Community Water Park. Man muss sagen, das ist echt super hier. Im Gegensatz zu dem anderen, da waren natürlich größere Rutschen und alles, aber hier gibt es auch Rutschen. Und die haben alles beheizt. Die haben hier einen Wavepool mit Wellen, also so ein Wellenbad. Und da hinten was Großes für Kinder. Und das kostet insgesamt nur 15 Dollar für eine fünfköpfige Familie. Also zwei Eltern und drei Kinder. Und wie hat es dir gefallen, Jakob? Sehr gut. Ja, ne? Und wir waren jetzt von 16 Uhr bis 19 Uhr. Heute sind sie bis 7 Uhr offen, also 19 Uhr. Ich glaube, manchmal sind sie sogar ein bisschen länger offen. Und war viel Spaß, ne? Ja. Finde ich auch. Jakob und Mel und Linus wagen es nochmal auf die Rutschen. Hier kommt Jacob. Good job. And how was it? Is Mommy next? Ja. Okay. Jetzt ist es raus. Da sind sie. Ja. Yeah. I saw the head. Yeah. Nice. Super. So soll nur rauskommen aus dem Ding. Ist das schwer. Einmal bitte aussteigen. Woo! That was fun. Linus hat echt einen super Fortschritt gemacht auf dieser Reise. Er hat ja Höhenangst und mittlerweile traut er sich sogar vom Dreier zu springen. At least I think he is. Oh yeah. Woo!